Herzlich willkommen aus dem Modern Dog Blog Studio. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Wir sind jetzt wieder in einem anderen Teil vom Tierheim und zwar mit der Frau Baumgarten. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und zwar ist das hier der Bereich im Münchner Tierheim mit den Hunden, die aus dem Ausland kommen, oder? Genau, die kommen aus dem Ausland. Ja? Genau. Und ich engagiere mich da auch sehr. Wo kommen die Hunde denn her? Also spielt das, beziehungsweise spielt das fürs Tierheim eine Rolle, wo die Hunde herkommen? Oder welche Hunde liegen Ihnen ganz besonders am Herzen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe also eine Freundin, die lebt in der Türkei, die macht dort also ganz aktiv Tierschutz. Ja. Und da habe ich mir das eben dann auch einmal angeschaut, wie das da unten funktioniert. Habe auch dieses Tierheim besucht, habe ihre Arbeit kennengelernt. Es hat mich fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, was die alles macht. Ja. Und dann habe ich auch eben beschlossen, dass ich hier im Tierheim etwas für die Auslandshunde tun möchte. Ja. Und die liegen mir auch sehr am Herzen, weil ich eben die Hunde kennengelernt habe in den Ländern und lege auch großen Wert darauf, dass dort auch Tierschutz betrieben wird, dass dort kastriert wird, ist mir sehr wichtig. Habe mir das alles persönlich angeschaut und seit 3 Jahren engagiere ich mich also hier sehr. Dass einfach diese lieben Vierbeiner auch hier in Deutschland eine Chance kriegen, um einen neuen Platz zu finden. Genau. Das sind jetzt Straßenhunde oder wo kommen die im Ausland her? Nein, eigentlich nicht. Das sind eigentlich, ob das die Türkei ist oder auch Griechenland oder das sind abgegebene Hunde, ja. Ausgesetzte Hunde. Okay. Ja. Und wer ist denn das hier? Das ist ja ein ganz lieber. Das ist der Absinth, der kommt aus Samos und ja, das ist ein englischer Setter, ist wahrscheinlich auch ausgesetzt worden, wurde dort aufgefangen. Und genau, und ich möchte ihm jetzt hier in München oder Umgebung von München ein schönes Zuhause suchen. Ich möchte Menschen finden, die mit dieser Rasse Englisch Setter Erfahrung haben, weil der gibt sich hier als ganz super Schnuckelhund. Ja. Und wenn man mit ihm aber Gassi geht, ich gehe ja abends oft mit den Hunden Gassi, um sie besser kennenzulernen, dann merkt man schon, dass er dann ein... Dann hat das Faustdick hinter den Ohren, der Kleine. Hat das Faustdick hinter den Ohren und da lebt er in einer ganz anderen Welt. Okay. Und das möchte ich halt den Menschen rüberbringen. Ich möchte nicht einfach so vermitteln, dass sie unterkommen, sondern ich möchte auch für diese Tiere, die schon wirklich Schlimmstes mitgemacht haben, dass sie eben hier ein ganz tolles Zuhause kriegen, dass diese Traumhunde auch ihre Traumplätze bekommen. Ja. Also genau das Gleiche, was wir hier schon im ganzen Tierheim feststellen haben können. Sie setzen sich auch wirklich mit den zukünftigen Besitzern auseinander. Genau. Sie wollen wirklich, dass auch die Hunde, die einfach wirklich teilweise keine schöne Vorgeschichte haben, einfach wirklich ihren endgültigen Platz finden und da dann auch wirklich gut untergekommen und dass die Leute den Hunden dann auch dementsprechend gerecht werden. Und ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es heute mitbekommen haben, es waren viele Menschen da, die von mir hier Hunde haben, die halt heute den Hund nicht mitgenommen haben, doch einzelne habe ich gesehen. Das ist dann auch ganz schön, gerne die wiederzusehen, oder? Ja, ich bin eigentlich mit den Leuten fast mit allen in Kontakt. Sehr schön. Also nicht ständig, aber die mir halt einfach immer mal wieder WhatsApp schicken oder wie es mit dem Hund zurechtkommen und alles Paletti, kriege auch Einladungen. Sehr kann schön. Es aber, weil ich eben so viel Arbeit habe, gar nicht wahrnehmen, gar nicht alles dass wahrnehmen. Ich da überall hinfahre und die Leute ständig besuche. Ich sage dann immer, wenn das Gartengeschäft ein bisschen nachlässt, dann geht es besser. Ja. Aber es hat mich heute gefreut, dass diese Leute immer wieder zu diesen Festen kommen, ohne Hund und mich besuchen. Das ist ja ganz einfach schön. Das spricht dann auch natürlich sehr für Sie, wenn Sie gucken, dass wirklich auch die Besitzer, dass man da im Nachhinein auch noch Kontakt hat und sieht, dass es den Hunden, ganz die man vermittelt hat, gut geht. Toll. Das ist auch wirklich ein ganz schönes Zeichen. Wer ist denn der kleine Knirps hier? Der das ist ja auch der super Luis. Der kommt aus Portugal. Ja. Und
ja, ich habe mir dieses Tierheim auch angeschaut, weil ich wirklich nur mit seriösen Leuten auch zusammenarbeiten möchte, wo ich mich darauf verlassen kann, dass die Tiere geimpft sind, dass ich hier keine Probleme habe. Ja. Schau mir das einfach an und das ist für mich auch zum Beispiel ganz wichtig. Ich sehe schon, also Sie leisten hier ganz große Arbeit, auch im Tierheim. Ich bedanke mich, dass Sie sich für uns auch nochmal die Zeit genommen haben, auch die Einzelnen kurz vorzustellen. Ja. Ich hoffe, Ihre Arbeit wird Du bist ja auch ein ganz süßer Seppi, auch ein ganz entspannter. Ja. Wo kommt der Seppi her, beziehungsweise wie alt ist denn der? Der Seppi ist 3 Jahre. 3 Jahre, aber ganz entspannt. Ja. Sie genießen, glaube ich, hier auch gerade noch die Abendsonne. Und der braucht, also da möchte ich versuchen, dass der immer einen Einzelplatz kriegt. Ja. Ich glaube, der braucht keinen Zweithund, weil er einfach, er ist total auf den Menschen bezogen, und aber auch mit Jagdtrieb. Also, ja, das ist ein Kriterium drin, ne? Muss man einfach wissen und damit umgehen können. Ja. Aber ich sehe, es ist auch nach wie vor wahnsinnig wichtig, dass man sich um diese Auslandshunde auch kümmert, dass man auch wirklich guckt, dass das nicht vernachlässigt wird. Ich meine, klar, es gibt auch hier in Deutschland viele Hunde, die einen Platz suchen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir hier sehr viel für den Tierschutz tun in Deutschland. Und deswegen finde ich es auch ganz toll, dass sie sich da so engagieren. Und die Menschen sagen auch alle, die Hunde sind einfach anders. Ja. Die sind anders, die sind nicht so überzüchtet wie bei uns. Ja. Und es sind einfach super Hunde hier. Sehr schön. Und ich arbeite auch gern mit den Menschen. Und ich muss sagen, die Auslandshunde sind mittlerweile so ein Herzensbedürfnis, weil ich eben diese Länder besucht habe, weil ich weiß, wie es ihnen geht. Und weil ich eben auch teilweise schon befreundet bin mit den Menschen, die die Arbeit vor Ort machen. Ja. Und da leben wir hier alle wie dem Maden im Speck. Das glaube ich, glaub ich wirklich gern. Aber ich finde es toll, dass Sie sich mit den Leuten im Ausland dann auch auseinandersetzen und sich mit denen an einen Tisch setzen und da wirklich schauen, dass die Hunde dann dementsprechend auch gut unterkommen. Also ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich heute noch genommen haben. Und der Kleine hier hinten, glaube ich. Dem passt es jetzt wieder gar nicht. Cosmo. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen auf jeden Fall, dass Sie mir hier nochmal einen Einblick gegeben haben. Wie gesagt, ganz wichtig, dass wir die Auslandshunde nicht außer Acht lassen. Nein. Und deswegen ganz großes Lob an Ihre Arbeit. Ja. Und Dankeschön, dass Sie uns das hier gezeigt haben. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Es sind die Ärmsten der Armen. Das glaube ich gern. Und ich bewundere auch die Menschen, die dort arbeiten. Ich kenne zum Beispiel eine Rechtsanwältin, die engagiert sich für die Hunde in Kroatien. Mit der bin ich auch immer wieder in Verbindung. Er kommt zum Beispiel aus Kroatien. Gell? Das ist Man merkt das Temperament. So, meine Lieben, dass sich der Cosmo jetzt dann auch wieder ein bisschen beruhigen kann. Ich bedanke mich nochmal und wünsche den Hunden, dass sie einen schönen Platz finden. Und vielleicht, wenn euch einer interessiert, wenn da jetzt einer dabei war, wo ihr euch interessiert, könnt ihr euch gerne melden bei uns und wir werden dann den Kontakt herstellen. Vielen Dank und wir schauen jetzt mal noch ein bisschen weiter. Dankeschön.